Hallo zusammen, herzlich willkommen bei wieder einer neuen schleimigen Folge von Darmkram. Heute werden wir entdecken, wie wir mit einer Karotte unseren Schleim steuern können. Nicht unbedingt dieses schöne blaue Schleim, aber den Schleim innerhalb unseres Körpers. Was ich damit genau mit meine, bleibt dran und findet es heraus. Bevor wir aber über diese schleimige Sache weiterreden, gehen wir mal ganz kurz zurück in die Zeit, wo ich dann angefangen habe, um mit Schleim zu spielen. Naja, ich meine ja, Schleim zu forschen. Vor 7 Jahren bin ich von Holland aus nach Wien gezogen. Die aufmerksamen Flochschauer haben vielleicht schon gemerkt, dass ich kein Deutschmuttersprachler bin. Und ich hoffe, dass ihr mir vielleicht manchmal einen kleinen Grammatikfehler verzeiht. Deshalb zieht man um, meistens für die Liebe. Meine erste große Liebe habe ich zum Glück mitnehmen können. Und die zweite große Liebe, das ist halt die Wechselwirkung zwischen Ernährung und Darmmikrobiologie. Dafür ging ich nach Wien. 5 Jahre lang habe ich da an Stuhl, Schleim, Ballaststoffe und Bakterien geforscht. Und, wenn ich so sagen darf, mittlerweile weiß ich einiges davon. Ich wusste schon immer, dass gesund essen sehr wichtig ist. Aber während dieser 5 Jahren habe ich gesehen, wie viel Unterschied ganz kleine Änderungen eigentlich machen können und unseren Körper positiv oder negativ schon beeinflussen können und wie unglaublich schnell das schon geht. Und darüber werde ich euch heute mehr erzählen. Lasst uns aber zuerst mal schauen, was denn eigentlich in die Verdauung passiert. Letztes Mal habe ich euch gesagt, dass ihr mehr Ballaststoff essen musste und versprochen, dass wir dann die Verdauung von einer Karotte anschauen. Na schau, da ist sie wieder, meine Karotte. Ihr wisst bestimmt schon, was mein Lieblingsgemüse ist zum Naschen, oder? Gut, wenn wir die Karotte nehmen und wir nehmen ein Biss davon, dann kommt sie in unseren Mund. Unsere Zähne und Kiefern, die helfen es dann, um zu zerkleinern, dass wir es dann endlich durchschlucken können, weil die ganze Karotte, das geht ja nicht. Wenn wir schlucken, dann kommt sie in unseren Magen. Da ist wie eine Art Swimmingpool. Aber für uns würde es nicht so ganz angenehm sein. Es gibt ganz viele Säure und die helfen wieder, um was wir gegessen haben, noch viel kleiner zu machen und auch ein bisschen mehr flüssig. Wenn es dann flüssig ist, dann geht es auch viel leichter durch den Darmen und durch den restlichen Körper. Nach dem Magen, dann kommt es halt in den Dünndarm. Da gibt es mehrere Speicheldrüsen, die dann wieder Enzymen dazugeben, um das Essen noch mehr abzubrechen. Und ein Enzym kann man eigentlich ein bisschen sehen wie ein Schlüssel. Das kann dann das richtige Türchen vom Karotte öffnen und kann zum Beispiel die Vitaminen herausnehmen, dass unser Körper sie wieder verarbeiten kann. Nach dem ganzen langen Weg im Dünndarm kommt es dann im Dickdarm. Da wird dann wieder die meiste Flüssigkeit herausgenommen, um eine schöne Konsistenz zu machen, was dann am Ende wieder in unseren Klo fällt, unser Stuhl. Der Verdauungstakt ist eigentlich eine unglaublich lange Rohre von Mund bis zum Po. Das bedeutet, dass eigentlich alles, was da hereinkommt, Stückchen Außenwelt sind. Das ist körperfremd. Wie wir unsere Haut haben zum Schutz für tägliche Einflüsse, brauchen wir auch innerhalb diesem Verdauungstakt einen Schutz. Dass nicht jedes Mal, dass wir was essen, der Körper sagt, hey, hier ist was Fremdes, jetzt brauche ich die Abwehr und wir dann jedes Mal eine riesige Reaktion haben. Das würde nicht so fein sein. Also der Schutz in unserem Verdauungstakt ist halt eine Schicht Schleim. Ein bisschen, ja, gelartiges, dickeres Wasser könnte man so sehen. Dieser Schleim sorgt dafür, dass unser Essen gut durchfließen kann, aber halt auch nicht in direkten Kontakt mit unserer körpereigenen Zelle kommen kann. Und dem ganzen Schicht kann sich im Verdauungstakt ein bisschen ändern von der Dicke her. Also im Magen, das ganze Säure ist es ein bisschen dicker, aber zum Beispiel auch im Dickdarm ist es am allerdicksten. Da hat es sogar zwei Schichten. Genauso wie der Schleimschicht gibt es auch in unserem ganzen Körper und vor allem in unserem ganzen Verdauungstrakt auch Bakterien. Und auch da ändern die Mengen sich. Und die meisten befinden sich auch wieder im Dickdarm. Also was haben jetzt die Karotte, die Bakterien und der Schleim miteinander zu tun? Also im Dickdarm
hat das Schleim eigentlich zwei Schichten. Es hat die unterste Schicht, die wirklich sehr undurchdringlich ist und wo fast nichts durchkommen kann, als diesem Schutzschild, wie eigentlich in der restlichen Verdauungstrakt. Oberhalb ist aber noch eine zweite Schicht und die ist eigentlich ein bisschen mehr locker und der kann auch leichter abgebaut werden. Diese Schicht ist aber auch ein Platz für Bakterien. Sie können entweder drinnen wohnen oder manche, die lieben es auch, diesem Schicht zu essen. Diese Schleimschicht, die wird durch unsere körpereigene Zelle gemacht. Die pumpen das wahre Schleim raus. Das kommt dann erst in diese recht undurchdringliche Schicht dazu. Die wird dann immer an die obere Seite immer lockerer und so bewegt sich der Schleim immer hoch. Und dann wird es entweder durch den Bakterien gegessen oder es geht dann mit dem Stuhl wieder zum Ausgang. Als Dankeschön, weil die Bakterien dieses Schleim so unglaublich mögen, produzieren die wieder dann Stoffe, die unser Körper gebrauchen kann. Die können zum Beispiel unseren Abwehr helfen. Sie können aber auch dann wieder Energie geben, die die schleimproduzierende Zelle gebrauchen. Also wenn wir dann haben den Schleim, das Bakterium isst das Schleim, das Bakterium ist froh, als Dankeschön gibt es einen Stoff, die wieder als Energie für den schleimproduzierende Zelle gebraucht werden kann. Dann wird wieder Schleim produziert und so bleibt diesem Zyklus schön durchgehen. Also die Bakterien und unseren Körper können da wunderschön zusammenarbeiten. Und wir können dabei helfen, weil unsere Darmbakterien mögen nicht nur das Schleim, sie lieben auch Ballaststoffe. Also wenn wir Ballaststoffe essen, dann geben wir die Bakterien auch wieder als kleines Dankeschön halt diesen Stoffen. Und so können wir dann mit unserer Karotte eigentlich diese Schleimschicht beeinflussen. Wenn wir gut unsere Ballaststoffe essen, sind die Bakterien wieder froh, geben sie uns wieder diese vorteilhaften Stoffe und bleibt der Schleimschicht gut, stabil und kann uns gut schützen. Und deshalb sage ich sehr gerne, fütter nicht nur dir selbst, aber fütter auch deine Bakterien. Und dann sind wir alle froh. Im nächsten Vlog erzähle ich euch dann, was passiert, wenn wir gar keine Ballaststoffe essen würden. Das ist auch eine interessante Geschichte, aber nicht so vorteilhaft für den Körper und dem Schleimschicht. Hat dir diesen Vlog gefallen? Gib mir dann bitte einen Daumen hoch, subscribe dich zum Channel, schau auf unseren Instagram, auf unsere Webseite und schreib mir auch in den Kommentaren, wie dir das gefallen hat. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!